Du hast meine Einladung gekriegt? Grete! Das ist neu. Hänsel und Gretel, Hexenjäger im Kino. So, Entschuldigung. Da lief irgendwas gerade falsch mit der Technik, beziehungsweise mit Ustream. Aber wir steigen hier direkt ins Spiel ein. Und es steht schon 4:1 für Prose Strecker auf der rechten Seite an den schwarzen Figuren. Und Prose hat hier die Chance, den Sack zuzumachen im ersten Satz. Lässt sich jetzt ein bisschen Zeit und versucht er die gerade Kurve. Gegen Dennis Sinai. Der Sina, der noch nicht so lange im Geschäft ist, aber auf die Hamburger Bergliga gestoßen ist, mit Milan Paul und mit seinem jetzigen Partner hier bei diesem Doppelturnier, Robby Mariam. Robby, der eine sehr, sehr starke Stürmerreihe hat. Dafür ist seine Mittelfeld, seine 5 noch nicht so gut, aber hat schon große Brocken hier auf den lokalen Turnieren schlagen können. Und immer wieder brandgefährlich. Und deswegen steht er hier auch heute in diesem Viertelfinale im Profifeld mit seinem Partner Denis Sinai, der den Ball hier jetzt hinten auflegt und immer drüber wandert. Dann passt er mal. Okay, der Ball kommt jetzt zurück. Der wurde geblockt von Björn Prose. Ja, dann kann er auch die Banden spielen. Also ganz eigenwilliges System, was aber hier nach hinten losgeht. Geblockt, 5:1 im ersten Satz. Und es steht 1:0 für Prose Strecker. Also es müsste viel passieren, wenn man aufs Papier schaut, dass Robby Mariam und Dennis Sinai hier gewinnen. Gegen sicherlich zwei Titelanwärter hier. Am heutigen Tag. Knut Strecker, der Nationalkapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und Björn Prose, auch Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Die beiden haben am Anfang des Jahres in Nantes gespielt. Für das deutsche Team haben sich da bis ins Viertelfinale gekämpft und sind dann leider gegen die starken Belgier rausgeflogen. Und Björn Prose mit einem sehr starken Rechtslangschuss muss den gar nicht hier groß auspacken. Schießt hier wieder kurz zum 1:0 rein. Und man sieht, Robby hat hier ein bisschen Schwierigkeiten im Mittelfeld. Wird hier zweimal geblockt. Und Björn Prose hat ihn wieder auf der 3. Versucht hier wieder kurz an Dennis vorbeizukommen, aber diesmal ist er da. Also Prose versucht dann hier die einfachen Tore. Das ist manchmal sein Spiel gegen vermeintlich schwächere Spieler, aber die Spieler merken das dann natürlich dann auch, was man dagegen machen muss. Und was für ein Laser hier von Knut Strecker. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Zack, übers ganze Feld. 2:0, also das wird dann schon schwer für Dennis und Robby, wenn da so eine Offensive auch von hinten zu der Offensive von Björn Prose dazukommt. Aber jetzt Robby lässt sich viel Zeit, versucht den lang, aber verschießt den. Und da guckt er auch ein bisschen verärgert zur Seite, denn er weiß, es sind nur wenige Chancen, die er wahrscheinlich kriegen wird in diesem Spiel. Und die muss er dann auch verwandeln. Etwas glücklich hier auf das Mittelfeld von Robby kommt der Ball und der lässt sich wieder viel Zeit. Im zweiten Anlauf kommt er da an der Bande vorbei und wieder diese Rechts-Dreiviertel-Auflage für seinen Chat, der sehr ansatzlos und schnell kommt. Das sieht man hier, findet die kurze Lücke. 2:1, Anschlusstreffer. Also, das würde uns doch alle freuen, wenn die hier ein bisschen länger im Geschäft bleiben. Björn Prose versucht hier schnell zu schießen, verschießt. Aber hat wieder Ballbesitz auf dem Mittelfeld. Bleibt jetzt hängen. Und das könnte halt die Chance sein für Robby und Dennis, dass Björn Prose hier das nicht zu
ernst nimmt. Und dann kann so ein Satz auch schnell mal kippen. Knut Strecker wird da sicherlich das nicht ganz so locker nehmen, denn er weiß, jeder Stürmer ist eine Gefahr, denn die meisten Spieler können gut schießen. Es sind dann andere Punkte beim Tischfußball, die dann eben auch hinzukommen müssen, um ein Topspieler zu sein. Das ist eben das Vermeiden von Fehlern aller Art. Dafür braucht man mentale Stärke, aber auch technische Finesse. Und diesmal ein schöner Pass hier von Robby Mariam an der Bande und hat jetzt die Chance hier zum Ausgleich. Aber diesmal ist Knut wieder da. Also Knut ist natürlich auch ein unangenehmer Torwart. Da hüpft er ein bisschen glücklich rein, der Ball, wie wir hier nochmal nicht in der Wiederholung sehen. Da waren wir zu langsam. 2:2 aber. Und Björn Prohse diesmal sicher. Geht jetzt nicht auf die rechtslange Auflage, doch wandert jetzt doch wieder raus. Und versucht mit dem Außenmännchen, das dann reinzieht, gerade zu schießen. Diesmal den rechts lang, den hämmert er an Pfosten und der geht bei seinem Partner rein. 3:2 für Robby und Dennis. Und ich habe es gerade angesprochen, so ein Satz kann dann mal schnell kippen. Und wenn jetzt Robby den Ball noch zweimal auf der 3 hat, könnte der gut und gerne für die ausgehen. Aber Björn Brosele stellt schnell wieder den alten Abstand bzw. den Ausgleich wieder her. 3:3, jetzt bringt Knut Ruhe ins Spiel mit seiner Zierauflage. Ein sehr konstantes, gutes Rausspiel auf allen Tischen hat Knut Strecker. Nicht nur auf dem etwas griffigeren Soccer-Leonard-Tisch, sondern auch auf Galando, Roberto Sport, Bonzini oder auch dem Fireball. Und Brose kann in den Rebound locker verwerten. 4:3 Führung. Robby hat wieder Probleme auf der Mitte gegen Brose. Das sieht er dann. Und das könnte dann... Ah, Dennis macht das nicht schlecht. Er macht sehr zuckende Bewegungen. Lässt ihm da wenig Lücke und zwingt ihn auf lang. Der ging ja auch zweimal in Pfosten gerade eben auch, aber hüpft dann doch rein. Aber er macht das nicht schlecht, kriegt da auch den Daumen von seinem Teamkollegen Milan Paul, der da im Hintergrund das Spiel beobachtet. Aber jetzt natürlich die 2:0-Führung für Björn Brose und Knut Strecker. Das wird nicht leichter für Robby und Dennis. So, Robby lässt jetzt viel Zeit auf der Mitte und kommt dann doch noch da an der Bande vorbei. Das hat er gut gemacht. Und jetzt Konzentration beim Schuss. Versucht er wieder kurz nach links zu schießen, nach oben. Aber Knut ist da, fährt einen guten Rhythmus. Fährt die Punkte ab, die Robby gerne schießt. Und hat dann ein gutes Timing. Dennis jetzt mit der Auflage. Das ist Auflageverlängerung zum Pfosten, dann wischt er da immer so drüber. Und dann kommt meistens der Pass oder doch vielleicht ein Bandenschuss. Jetzt ein gerader Schuss, aber den blockt Björn Brose. Da ist dann Björn Brose doch natürlich defensiv weit voraus, schon lange im Geschäft. Und amtierender deutscher Meister, muss man dazu sagen, im Einzel. Da lief es richtig gut für ihn im November in Medebach. Da war auch Dennis Sina dabei, der überraschend einen Startplatz im Doppel sich erkämpfen konnte über die Hamburger Landesmeisterschaft. War er Nachrücker als Viertplatzierter. Damals hatte er im Oktober den vierten Platz, oder Anfang November war es, den vierten Platz mit Milan geholt, den wir gerade schon erwähnt hatten.
Ja, Dennis hat hier Probleme auch beim Rausspiel, also die Defensive, die steht da schon ziemlich gut von Björn Brose und von Knut Strecker. Jetzt kommt der Ball dann doch auf die 3 von Robby und das wäre doch jetzt mal was, die Führung. Ja, da stimmt das Timing noch nicht von Robby und er hat dann auch nicht den Mumm, so richtig durchzuziehen beim Schießen. Und verliert da den Ball. 0 zu 0 immer noch im dritten Satz. Und Björn Brose kann ihn fassen. Ganz regungslos jetzt auf der rechtslangen Position. Jetzt tippt er ein bisschen an, zieht ein bisschen rein. Schießt wieder lang und schießt da wieder einen Pfosten und kommt dann wieder gefährlich auf das eigene Tor. Und Knut wird auch geblockt. Also immer noch 0 zu 0. Und bisschen glücklich. Kullert hier der Ball rein. War mal leider wieder zu langsam für das Replay. Und nächstes Tor hier von Björn Brose. 1 zu 1, oder habe ich was nicht mitbekommen? Egal, 1 zu 1 steht es jetzt. Und diesmal kommt die lange Peitsche. Das ist ein Schuss, den er hat von diesem Rechtslang-System. Rechtslang. Alte Schule ist das und er hat seine eigene Technik da perfektioniert und jetzt hat Robby auch mal ein bisschen Mumm hier zu schießen und den 2:2 Ausgleichstreffer zu setzen. Also der erste Satz ging ein bisschen schnell vorbei, aber im zweiten Satz haben sie dann ganz gut mitgehalten, 3:3. Und jetzt stehen sie hier im dritten Satz auch bisher noch gut da. 2:2, aber Björn Brose kann den Ball hier wieder erobern im Mittelfeld. Sein Pass verliert er dann eben wieder und Dennis ist es wieder beim Rausspiel. Ah, schöne untere Bande hier. Kommt aber nicht aufs Tor, neben das Tor und Knut kann ihn problemlos festhalten. Und Dennis wieder. Jetzt ist es ein kleines Goalie. Bälle gehen hier hin und her. Und diesmal geht die untere Bande links am Tor vorbei. Also jetzt kommt Dennis hier durch. Dennis und Robby werden hier immer mutiger. Und das tut dem Spiel nur gut, denn es ist natürlich eine schwere Aufgabe hier gegen Knut Strecker und Björn Brose. Knut jetzt wieder im Ball besitzt. Lässt sich gewohnt die Zeit für sein Zier und schönes Ding. Das können wir uns nochmal in der Wiederholung hier ansehen. Geht hier ganz lang und finde das lange Eck. 3:2. Und Robby ist da schon so ein bisschen wollte ich gerade sagen, ein bisschen unlocker am Spiel, aber jetzt hat er doch nochmal Feuer gefangen. Schießt jetzt schnell und mutig. 3:3. Björn Brose bringt den Ball wieder schnell ins Spiel und mit der Passauslage oben passt er durchs Feld. Auf seinen Sturm, rechts lange Auflage. Wartet jetzt lange. Versucht wieder das Außenmännchen. Das hat noch nicht so richtig geklappt. Björn Brose weiß natürlich, er kann hier auch ein paar Sachen ausprobieren, muss hier nicht 100% spielen. Ist natürlich dann auch immer wieder gefährlich, aber er ist auch ein Spieler, der dann auch nochmal ein oder zwei Gänge hochschalten kann.
Und Dennis wieder beim Ausspiel. Lässt sich die Zeit, die Muse. Und bisher sah das ganz gut aus. Wenn man bedenkt, dass Dennis hier vielleicht seit einem halben Jahr dabei ist bei diesem Turniersport, wo man dann wirklich auch mal Pässe übt und über das Spiel redet und Theorien durchgeht. Und Robbie hat jetzt hier die Chance zur 4-3-Führung im dritten Satz. Aber leider die lange Option passt nicht. Also wieder eine ganz spannende Phase hier. 3-3. Ball landet auf der Stürmerreihe von Björn Brose. Der sich aber auch hier immer die Zeit lässt und versucht wieder das Außenmännchen, aber technisch haut er den noch an den Pfosten. Timing könnte stimmen. Und Robby hat jetzt die Chance hier zum ersten Mal in Führung zu gehen in diesem Spiel in einem Satz. Aber bleibt wieder hängen an Knut Strecker. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Knut fährt hier fieses Tempo, fieser Rhythmus. Und diesmal schafft er das lang ersehnte Außenmännchen. Das bedeutet, auch von der Rechtslangposition einfach den Ball liegen lassen und dann mit der äußeren Puppe, die da reinfährt, zu schießen. Und jetzt könnte das Spiel zu Ende sein. Und diesen Rechtslanghammer haut er rein. 5-3. Hat er wieder mit der Außenpuppe geschossen. Das war zu schnell für mich. Meine Augen werden auch ein bisschen müde. Also 3-0, Sätze, klare Sache hier im Viertelfinale. Wir sind gleich wieder zurück. Wir nutzen die Pause, um uns auch ein bisschen zu erholen. Bleibt dran. Gleich geht's dann weiter, denke ich, mit dem Halbfinale.